Wie viele Sterne befinden sich am Himmel? Wie sehen die Dschinn aus? Wie betet man auf dem Mond? Dies sind Fragen ohne Bezug zur Realität. Fragen, die selbst wenn man sie beantwortet, keinen Einfluss auf das Leben haben. Weder kommt man Allah subhanahu wa ta'ala dadurch näher, noch wird man dadurch ein besserer Mensch. In Zeiten von TikTok und Co. wundert man sich nicht darüber, warum man sich vermehrt solche Fragen stellt. Denn wir werden mit unwichtigen Informationen überflutet. Auch die Schulbildung ist häufig nicht vollumfänglich auf das praktische Leben ausgelegt. Vieles von dem, was erlernt wird, ist eine Ansammlung von Wissen um des Wissenwillens und weniger um ein erfolgreiches Leben zu beschreiten. Sowohl in der Schule als auch in unserer Freizeit sammeln wir eine Menge unpraktisches Wissen an. Wissen, das wenig Einfluss auf unser Leben hat. Wissen, welches uns im Leben nicht voranbringt. Was ist nun das Problem, wenn ein Muslim seine Zeit häufig mit der Aneignung von solchem Wissen vergeudet? Zum einen widerspricht es dem Grund, weshalb der Mensch sich Wissen aneignen sollte. Der Mensch ist ein vernunftbegabtes Geschöpf, dessen Handlungen stets ein Ziel verfolgen sollten. Es wäre schwachsinnig, sich anzustrengen, ohne damit ein Ziel erreichen zu wollen. Der Islam verfolgt mit dem Erlernen vom Wissen höhere Ziele. Deshalb sollten wir uns Wissen aneignen, um diesen Zielen im Leben praktisch näher zu kommen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Menschen durch den Koran Wissen zuteil werden lassen, damit er danach lebt und die Menschen zur Rechtleitung führt. Der Islam ist dafür offenbart worden, um die Probleme der Menschen zu lösen. Dieses Wissen ist dafür gedacht, einen echten Einfluss auf das Leben zu nehmen und nicht nur rein theoretisch etwas verändern zu können. Es entspricht der Natur des Islam, Wissen für den praktischen Gebrauch zu erlernen und nicht dafür schöne Theorien im Kopf zu haben. Die Sahaba verstanden dies sehr deutlich. Abu Abdurrahman As-Sulami rahimullah sagte, diejenigen, die uns den Koran lehrten, sagten uns, dass sie ihn vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erlernen. Wenn sie 10 Verse gelernt hatten, pflegten sie nicht weiterzugehen, bis sie die erlernten Verse in die Praxis umgesetzt hatten. So lernten wir gemeinsam nach den Lehren des Koran zu leben. Wir sollen also Fragen stellen, die wir praktisch umsetzen wollen und so Stück für Stück unser Wissen mehren und unsere Handlung verbessern. Zum anderen ist das Problem an diesen Fragen, dass diese Umma reale Probleme hat. Probleme, die es verdienen, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn wir die Zeit finden, um uns mit rein theoretischen Fragen zu beschäftigen, sollten wir diese kostbare Zeit nicht dafür verschwenden. Wir sollten uns viel mehr Gedanken um die Sorgen dieser Umma machen. Das größte Problem unserer Zeit ist die Lage dieser Umma, deiner Umma. Es ist die Sorge, sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Für dieses echte Problem brauchen wir eine echte Antwort. Und die Antwort auf diese Frage würde tatsächlich viele Probleme, die wir heute haben, lösen. Sich dieses theoretische Wissen anzueignen, wird am jüngsten Tag nur eine Last für uns sein. Allah subhanahu wa ta'ala wird uns über all das befragen, was wir gewusst haben. Dieses Wissen ist eine gewaltige Verantwortung und eine Amana von Allah subhanahu wa ta'ala. Man trägt für jede Information die Verantwortung, mit diesem Wissen richtig umzugehen. Die Verantwortung, gemäß diesem Wissen zu handeln. Die Beschäftigung mit rein theoretischen Informationen hält nicht nur dich selbst auf. Du könntest, anstatt dich damit zu beschäftigen, eine Hilfe dabei sein, dass diese Umma wieder auf eigenen Beinen steht.